Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona Revelations PSP. Ich habe den Sound minimal niedriger gedreht, weil ich der Meinung war, dass die Musik vielleicht ein bisschen laut ist. Vielleicht habe ich auch einfach zu leise gesprochen, ich weiß nicht. Meine FPS-Anzahl spackt gerade so ein bisschen rum, die hängt irgendwo zwischen 60 und 55. Ich hoffe, das beeinträchtigt die Aufnahmen nicht. In der letzten Folge haben wir uns noch so ein bisschen die Schule angeguckt, die Stadt besichtigt. Werden da jetzt auch weitermachen. Wir müssen natürlich immer noch zum Krankenhaus. Aber Gottverdammt, es ist so groß. Und ja, ich meine, vielleicht findet man ja irgendwas. Wir suchen immer, noch so ein bisschen nach so einem Waffenladen. Diese Grüntöne passen ja mal absolut nicht rein, aber gut. Okay, Doggy, was hast du denn zu sagen? Nun, hallo! Hello there, hi there! Du, your friends, deine Freunde sind interessant, wie immer. Willst du damit sagen, sie sind alle verrückt? Naja, der eine hat, über die Jahre hin seine Hautfarbe gewechselt, also, vielleicht meinte er das. Mensch, diese Uniform bringt Erinnerung zurück. I'm a great myself. Ja, sie war wahrscheinlich auch mal an der Schule, an der wir jetzt sind. One of my einer meiner alten Klassenkameraden, Blabla Saeko Takami, unterrichtet jetzt da. Kennst du sie? Ha, that. So, ja, ich hätte sie niemals als Lehrer gesehen, blablabla und so. Achso, ja, den hatten wir ja gerade, den tollen da. Kann ich irgendwas klauen oder gibt's hier irgendwie Medizin oder so? Nee, so, okay, gut. Gehen wir wieder raus. Wir können jetzt natürlich noch obendrein unsere Leute ansprechen, aber ich glaube, die werden mich dann immer wieder dazu drängen, ins Krankenhaus zu gehen. Boah, hier sieht's aus. Abandoned, also quasi die, jetzt wollte ich sagen, abgetriebene Fabrik, die irgendwie die verlassene oder sowas. You got business at, hast du irgendwas an unserem Studio? Also irgendwas zu regeln, Mann? Ich glaube nicht, dass jemand da ist. Also ist das so unser Hauptquartier oder was? Macht der da voll DJ-Arbeiten und so? Keine Ahnung. Gut. Gibt's denn hier oben noch was, wo wir reingehen könnten? Vielleicht wenn wir mal... Nee, okay. Das sind einfach nur Häuser. Ich finde, das ist auch ganz schön geregelt. Ich meine, klar, wir laufen nicht wirklich in der Stadt rum, sondern es ist eher nur so wie so ein Brettspiel, wie so ein steifes Brett. Aber trotzdem, die haben da schon so ein bisschen Detail reingehauen. So, rechts oder links? Also da geht's nicht lang. Genau, ja, okay. Jetzt regen sie sich schon alle auf hier. Ja, ich höre dann auf, wenn ich der Meinung bin, dass ich aufhören muss. Okay, da. Ich war noch hier lang. Wieso kann ich hier eigentlich nicht skippen? Geht das so in Zwischensequenzen oder was? Dass ich hier, so ein bisschen Vorsprung. Oh Gott! Okay. Okay, mal sehen, was wir hier so toll haben. Subway. Oh, das sieht gut aus. Raven! Willst du einfach abhauen? Would get angry again if she find it. Sie würde, unsere Lehrerin würde sauer werden, wenn sie es rausfindet. Again. Dürfen wir... Wie sind wir noch... Ist noch Schulzeit oder was? Ist nicht Nachmittag? Sun Mall. Kann ich da nicht rein? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Das war ganz im Ernst. Was ist hier mit meiner Musik? Die spackt total ab. Hier, da kann ich rein. Okay, das ist nur so ein... So ein Einkaufshinterstübchen vielleicht. Judgment. Oh, eine Spielhalle, okay. Mensch. Habe ich doch gleich den richtigen Ort für mich gefunden. Ja, eigentlich nicht, aber... Zock ja so schon. Hi! Es ist so schön, euch zu sehen. Das sieht mir ein bisschen tuntig aus. Wenn du dein Geld austauschen willst, wenn du dein Geld für Money, wenn du dein Geld gegen München, gegen Münzen austauschen willst, dann bin ich dein Mann. Wie viel denn? Ich mach das jetzt einfach mal. Ah, okay. 100. Moment, was? Wow, da... Ah, hallo? Jetzt hat sich's aber komplett aufgehangen. Also, 100 für eine Münze? Ihr habt da wohl einen Schatten, okay? Dann gebe ich jetzt mal 100 aus für eine Münze. Und hoffe, dass diese Münze
mein Schicksal positiv beeinflussen will. Was willst du? Ich kann deine Münzen gegen Items eintauschen, wenn du das willst. Und ich in der... What you in the mood... Ja, was auch immer. Ja, okay. Das heißt, wenn wir hier was gewinnen, kriegen wir auch Items. Das ist ja schon mal... Vom Sinn her nicht schlecht. Aber vom Preis her ein bisschen bescheuert. Aber hier können wir auch schon mal so die Waffen sehen. Also Breitschwert, normales Schwert, Breitschwert, Speer, Axt, Peitsche, Bogen, Frist... Was ist das? Vielleicht ein Handschuh? Wurfmesser? Sowas in der Art, okay. Interessant. Vielleicht so die bisschen die Ultima-Waffen oder so? Okay, ich nutze jetzt diese Münze. Nein, du sollst die... Mann! Ich sag ja die Steuerung. Jetzt aber. Der ist das Slot-Maschine. Was willst du tun? Start the game. Nein! Oh, ich hätte mir vorher die Beschreibung durchlesen sollen. Nein! Okay, war ja klar. Einarmiger Bandit. Ich kann natürlich nur einen nehmen. Okay, geht das von selber oder muss ich... Na, okay, es geht von selber. Und die anderen muss ich jetzt selber stoppen raus? Okay. Verwirrt mich. Aber ich habe auf jeden Fall, so wie es aussieht, nichts gewonnen. Gut, gehen wir wieder, Mensch. Lasst euch das euch eine Lehre sein. Zocken bringt nichts und so. Ah, komm schon. Ich habe alle meine Münzen verloren. Ich habe eine Menge Münzen reingesteckt und next will hit it, so whoever, ja, der Nächste, der gewinnt, der kriegt die quasi, der sein ganzes Versteigertes da. Bist du jetzt als Nächstes dran? Oh, das ist nicht fair, ja. Das ist natürlich auch so eine Sache. Habe ich ja mal in irgendeinem Film gesehen, oder war das Alexander Holt oder so? Wo er dann seine ganzen Münzen reingeworfen hat und der Nächste, der ist einmal rangegangen und hat dann alles rausgekriegt. Hey, geht ihr alle auf die Blablabla-Schule, denn dann müsst ihr das Mädchen kennen. Sie hat langes Haar und eine Knockout. Was ist ein Knockout? Eine K.O.-Figur? Ich glaube, ihr Name ist Sally oder Mary. Was auch immer es ist. Sie ist heiß, gorgeous, anbetend, irgend sowas Tolles, Komplimentariöses. Komm schon. Das nächste Mal, wenn sie hier ist, stelle ich uns vor, introduce us. Nee. Stell uns vor. Uns untereinander. Okay. Wo war ich jetzt? Ach genau, ich hatte ja das da. Da habe ich jetzt dieses Gambling-Zeichen. Ich glaube, das war vorher nicht da. Ja, genau, die Zeichen kommen erst, wenn wir da drin waren. Satomi Tataji. Was auch immer das ist. Die Mucke, ne? Geil. Okay, warte, das sind wieder unsere Kollegen. Da, guck mal. Die kann ich gar nicht sprechen. Hey, Glaubst du nicht auch, dass es seltsam ist? Ich meine, dieser Kaneda im Space, im All, of only a year she struck in it rich. Also sie war ein Jahr im Weltall und ist jetzt irgendwie reich oder so. Es ist suspicious. Das ist wieder so ein Standardwort. Verdächtig, wenn du mich fragst. Sehr verdächtig. Okay, da fliegt jemand ins Weltall und ist reich geworden. Vielleicht hat sie den Mond verkauft, Mondgestein oder so. Ja, ich gehe auf die Blablabla-Schule. Weißt du, wo mein Sohn Tataji ist? Er ist ein hoffnungsloser Schwänzer, Slacker, Schwänzer. Aber, er ist mit einer richtigen Süßen in Liebe. Er hat sich in eine richtige Süße verliebt. I'd be over the moon if a girl like that married. Ich würde über den Mond kommen. Wenn mein Sohn so ein, er würde sich tierisch wundern, wenn ein Mädchen so einen Freak heiraten würde. Mond. Oh, richtig, Medizin kommt sofort. Ich will aber keine Medizin, wieso verkauft ihr alle Medizin? Vielleicht billiger? Ich weiß es nicht. Das ist nicht das, nach was es mir dürstet. Gut. Lustig, wo er meinte, er fliegt über den Mond und die andere spricht von dem Mond. Aber gut.
So, da war ich da, da komme ich her. Moment, nein, Quatsch, da komme ich her, genau. Ich fülle das jetzt einfach mal, damit ich mich nicht selber verwirre. Und ich starte nochmal Fraps. For no fucking reason. Ich habe hier gerade 40 FPS. Hier könnte doch was sein. Das sieht nach einem... Ah, vielleicht kann ich ja hier eine Pizza kaufen. Moment, die gehört nicht zum Team. Talk to me. Ich kann es nicht erwarten, für mich alleine zu leben. Also selbstständig zu werden. Ich glaube, ich bekomme einen Platz, einen Ort in Shibuya. Klingt super. Oh, ich kann... I can't wait to ditch this... ich kann nicht warten, diesen langweiligen Ort zu verlassen. Also ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich hier aufgrund ihrer Familie so ein bisschen aushelfen muss oder generell hier halt lebt. Ja. Genau. Jetzt ist nicht die Zeit zum Essen. Okay, dann nehmt halt nicht. Ja. Also offensichtlich keine Rüstung. Aber egal, wir haben ja noch ein paar Örtchen. Hier gibt's was. Was ist das? Das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Okay. One bit of Senen Menen does sweets extend your life by... Also irgendwas will uns da andrehen, was... 1000, was mich 1000 Jahre älter werden lässt. Ein zweiter Biss gibt dir 10.000 Jahre. Möchtest du einen haben? Ich schätze nicht. Kommt drauf an, wie teuer es ist. Slick Drop. Kios heilt Status. Hier haben wir also Statusveränderung. Aber trotzdem wieder Sachen, die es bereits in anderen Läden gab. Wieso kann mir jemand nicht einer... Gott verdammt, meine Stimme. Wieso kann mir hier nicht einer mal Rüstung verticken? Sorry, falls meine Stimme wieder abgehackt klingt, aber ich habe wieder so... Ist jetzt Folge 4. Die Jungen, deine Präsenz ist willkommen. Willst du deine Story auf mich hinabschreiben? Ja, komm, wir speichern mal. Auch wenn ich ja Save States benutze. Aber gut. Wie spät ist es denn? 18:02 Uhr. Naja. Genau, whatever. Ich spiele übrigens, by the way, mit einem Controller. Ist ja hier Emulator. Muss ich sagen, finde ich ganz gut. Ich gehe jetzt aber nicht raus, sonst weiß ich wieder auf der Weltkarte nicht, wo ich bin. Finde ich ganz gut, denn ich habe bei Handhelds mal so ein bisschen das Problem, dass ich nicht lange Handhelds spielen kann, weil... Wie soll ich das erklären, ohne dass das... waren wir oben schon? Ich gehe mal da rein. Ja, wie soll ich das erklären, ohne dass das verrückt komisch klingt, aber meine Hände werden dann immer... Ich weiß nicht, ob ich verkrampft, ob ich das Handheld verkrampft in den Händen habe, aber so nach 1-2 Stunden werden meine Hände immer kalt, also vielleicht so eine Art Durchblutungsstörung. Und ja gut, die habe ich ja auch so ein bisschen, also wenn mir einer die Hand geben würde, der mich nicht kennt, der würde echt denken, ich wäre tot, weil ich meist immer kalte Hände habe, außer wirklich im Sommer. Und deswegen mag ich es auch nicht, so wirklich PC-Spiele zu spielen. Weil das dann, also lieber so Controller, weil ich mir dann die Hände wahrscheinlich nicht so verkrampfe und naja, egal. Creepy Shit, ich kann es nicht ändern. Also hier haben wir zwei Subways, okay. Kann ich ja nicht reingehen, wie wir gehört haben vorhin. Das war vorhin, ja, das war nicht in der letzten Folge. Geht's hier hoch? Da geht's da lang, okay. Ups, Moment. Das war so nicht geplant, ich wollte... Wieso dreht das sich jetzt? Ich wollte nicht ins Menü gehen. Aber ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt gecuttet habe. Ich meine, guck mal, das ist nur das Menü. Das ist jetzt, da stehen keine Privatadressen von mir. Aber egal. Ja, okay. Ist das jetzt dasselbe? Nee, das ist nur... Das ist noch ein anderes Örtchen. Ich dachte gerade, weil da auch ein Baum ist. Also das sind halt Speicherpunkte, denn später ist es so, dass wir hier die ganze Zeit angegriffen werden können. Deswegen gibt es hier überall Speicherpunkte. Ist das jetzt die Freudenstraße oder sowas? Schon wieder? An allen Ecken und Kanten wollen sie uns hier abzocken. Was haben wir hier? Schon? Puh, okay. Langsam wird's bescheuert. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Baum, Blütenbaum oder was so. Kirschblütenbaum. The store is closed. Oh, the Velvet Room. Persona-Kenner werden diesen Raum kennen. Weil sie halt auch Persona kennen. Also kennen sie auch andere Sachen in diesem Spiel. Aber später dazu mehr. Another, ein weiterer schöner Tag. Ja, so siehst du auch aus. Hast du in der gejagten Hütte gespielt, als du klein warst?
eine Menge Kinder haben das getan. Und deswegen muss ich das jetzt auch tun oder so. Ich weiß es nicht. Oh nein. Ich wollte doch jetzt gar nicht raus. Gehen wir doch mal rein. Genau, da gucken wir uns nochmal die Ortschaften hier an. Wie sieht's denn hier aus? So, kann ich mir hier Klamotten kaufen oder was? Modeladen? Die Leute in der Stadt haben so einen schlechten Sinn für Style, für Fashion. Na gut, ich glaube, Fashion ist auch kein deutsches Wort, aber ist auch egal. Die einzigen mit einem kleinen Geschmack sind diese, ist dieser braunhaarige Junge. Ich habe übrigens in der letzten Folge gesagt, schwarzhaariger. Nein, das war ein braunhaariger. Und ich weiß jetzt, was er heißt, Erbe. Also macht ja irgendwie Sinn, weil er hat ja einen Butler, der Nanjo und so weiter, ne? Ja. Also da gibt's wohl so einen braunhaarigen Typ, den sie manchmal sieht, der hat ein bisschen Geschmack. He's got these cool goggles. Google? Nee, ich glaube, was? Goggle Brillen oder? Was auch immer. Also du willst mir keine Klamotten andrehen. Gut, gehe ich wieder. Ach genau, klar, ich kann hier auch rennen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Weltkarte auch kann. Nee, guck mal! Da ist doch ein Schwert! Das ist doch ein Schwertzeichen, also muss ich doch hier auch Waffen bekommen. Aber wo? Warum? Vielleicht wenn ich hier reingehe irgendwie, kann ich da rein? Sieht nicht so aus, als wenn hier was ist. Vielleicht muss ich sie nochmal ansprechen. The people, nein, ich will Waffen! Okay. There seems to be... Okay, ihr wollt mich verarschen, oder? Oder habe ich jetzt... Ja, häng nicht mal auf. Oder habe ich jetzt irgendwas am Kopf? Das ist doch ein Schwert. Oder? Es ist eindeutig ein Schwert. Auch wenn es eine blöde Farbe hat, aber es ist ein Schwert. Gut, tiefer... Ich weiß auch nicht. Wieso steht denn an jeder Ecke derselbe Scheiß, Mann? Naja. Ich schätze mal, das haben Städte so an sich. Gut. Allmählich, weiß nicht. Ich hätte gern Waffen. Aber vielleicht ist jetzt auch noch nicht die Zeit gekommen. Ich möchte mir nur Vorteile ergattern, die es hier offensichtlich noch nicht gibt. Oh, was haben wir denn hier? Was wollt ihr, Kinder? Das ist kein Spielplatz für, ja, Vögel, da gibt's einen Ausdruck für Satansbraten oder so. Für Bengel, genau. Wie euch. Schmeißt die Kinder raus. Kandoris rechte Hand, Mann, who out, illegal, also der hat hier eine illegale Operation, Organisation. Takeda. Was ist? Worum geht's? Was ist. Worum geht's hier? Kandori! Okay, die beiden kennen sich wohl. Ja, Mensch. Was für eine seltene Ehre. Was für ein Geschäft hast du mit das. Hast du Geschäfte mit uns? Es ist der Präsident dieser Organisation hier. Und es gibt ein paar Gerüchte über ihn. Ich bin nicht wegen dir hierher gekommen. Ich bin nur hier. Ich laufe hier nur mit diesen Leuten rum. Ja, mal kurz Fenster shoppen und so. Aha. Dann müssen das also die Freunde des jungen Meisters sein. Wieso hast du sie dann hierher geführt zu solch einem Ort? Eine interessante Freundschaft, in der Tat. Das erste Wort kenne ich überhaupt nicht, noch nie so gelesen. Vielleicht ist es auch ein Emulator-Bug. Ich habe dir niemals erlaubt, mich so zu nennen. Und so weiter. Also ich glaube, die mögen sich nicht so. Und er sieht so aus, als hätte er einen Headshot abgekriegt. Du Kleiner! Bleib ruhig, Takeda. Sieht so aus, als wenn die Nanjo-Family so ein bisschen Disziplin. Denen fehlt so ein bisschen Disziplin. Ich erlaube es. Aber Nanjo, ich werde dir die, er möchte ihm irgendwas beibringen. But you're hell of a lot. Ja, genau. Also, Nanjo ist schon ziemlich mies mit seiner Ausdrucksweise. Oder wie der halt steht, dick. Er ist schon ein richtiger Schwanz. Nee, Moment. Wurde dick nicht anders geschrieben? Naja. Aber du bist noch schlimmer. Es ist bald Zeit, Mr. Kandori.
Ja, ich werde gleich da sein. Handy, welches sich wieder mal gedreht hat. Ja, komm. Nun denn, es ist Zeit für mich, dass ich euch frage, abzuhauen. Na, lass uns abhauen, gut. Wieder mal eine etwas ärmere Folge, aber wir haben die Stadt minimal mehr kennengelernt. Das ist hier so ein, genau, das ist einfach so eine Verbindung. Ich weiß nur nicht, ob es sich wirklich lohnt, da durchzugehen. Ob es wirklich länger ist, wenn wir da und so. Kann ich hier? Ja, ich kann tatsächlich ein bisschen schneller agieren. Gut, was haben wir denn hier noch so? Da geht's nicht weiter. Übrigens auch sehr interessant, dass die pro Abschnitt immer andere Leute haben, die mich darauf hinweisen, dass ich da nicht lang gehen soll. Joy Street, da waren wir schon. Dann haben wir die Abteilung noch und dann müsste hier rechts, glaube ich, war das. Das wird der letzte Abschnitt sein. Ja genau, also zwei Abschnitte haben wir noch. Also Leute, bleibt dran, schaut ab und zu mal wieder in die Videobeschreibung, was auch immer da drin steht. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Stadtsimulator. Nein, Let's Play Persona Revelations PSP. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.